unserer heutigen CrossFit-Stunde. Mein Name ist Laura. Wir haben heute ein Bodyweight-Workout vor uns. Das heißt, ihr braucht absolut keine Sachen, außer euer eigenes Körpergewicht. Legt euch ein Handtuch bereit, stellt euch euer Trinken bereit. Ich erkläre ganz kurz, was wir machen und dann legen wir auch schon los. Unser Warm-up besteht heute aus zwei verschiedenen Übungen. Das ist einmal der Squat mit Toe-Tash zum X und einmal der Jumping Jack mit Push. Das machen wir beides jeweils 30 Sekunden lang, eine Minute lang, insgesamt drei Runden lang. Ich zeige jetzt beide Übungen einmal vor, damit jeder weiß, um was es geht. Und danach fangen wir gemeinsam an. Der Squat Toe Touch sieht folgendermaßen aus. Wir starten hüftbreit, Hände am besten schon mal bereit halten. Wir gehen tief, dabei mit der einen Hand diagonal an die Zehenspitzen gehen. Beim Hochgehen machen wir ein X, das heißt, wir strecken uns einmal ganz weit. Dann wechseln wir und strecken. Wenn das zu langweilig ist, dann darf auch gerne ein bisschen springen. So sieht es dann aus, okay? Zweite Übung ist der Jumping Jack with Push. Den kennt ihr auch schon alle. Jumping Jacks normalerweise so. Mit Push heißt einmal nach vorne, einmal nach oben drücken. Okay? So, bevor ich starte, hört mich wirklich jeder gut? Kurzes Zeichen. Ja? Okay, dann fangen wir gleich an mit dem Squat Toe Touch zum X. In 5, 4, 3, 2, 1, los geht's. Eine Minute lang. Genau, wer will, springt. Wem das zu anstrengend ist, der darf auch gerne einfach nur hier die Bewegung machen. Ganz wichtig, schütten die X-Form hinein. Arme lang machen, Beine lang machen. Und schön diagonal an die Zehenspitzen. Halbe Minute habt ihr geschafft, also noch 30 Sekunden. Hoch.
20 Sekunden noch, komm. Übung Nummer 4
sind die Plank Up and Downs. Das heißt, auch hier starten wir in der hohen Plank. Hände unter den Schultern, Füße sind lang. Und wir gehen hier abwechseln auf die Ellenbogen und drücken uns wieder hoch, dann in Seitenwechsel. Auch hier schön den Bauch fest lassen, okay? Ich will keinen Hänger sehen. Der Bauch ist immer schön fest. 6 Mal pro Seite, 12 insgesamt. Übung Nummer 3 ist der Lat Pull. Das ist eine Rückenübung. Das heißt, wir legen uns in die Bauchlage, in die sogenannte U-Halte. Dann strecken wir die Arme und ziehen die Ellenbogen einmal eng zusammen, die Schulterblätter gehen zusammen. Dann strecken wir die. 12 Mal. Genau. Danach machen wir den Crab with Toe Touch. Dafür müsst ihr euch einmal umdrehen. Hände stellen wir auf den Boden ab. Wir heben den Po hoch und gehen dann ein paar abwechseln. Hand an die Zehenspitzen ran. Auch hier 12 Mal pro Seite. 12 Mal, insgesamt 6 Mal pro Seite. Letzte Übung sind die ganz klassischen Sit-Ups. Dafür einmal die Füße zusammennehmen, die Knie fallen auseinander. Arme entweder vor der Brust lassen oder lang lassen. Wir gehen einmal nach hinten, berühren den Boden und nur aus dem Bauch heraus hoch. Wir holen keinen Schwung, also nicht das hier, sondern alles nur aus dem Bauch. Ihr braucht die Arme eigentlich gar nicht. Ihr zieht euch hier im Bauch hoch, okay? So, das waren unsere 7 Übungen. Wie gesagt, jede Übung 12 Mal oder 6 Mal pro Seite. Haben alle verstanden, um was es geht? Ja. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Sagen wir mal, in 30 Sekunden fangen wir an. Erste Übung war das Quad High Kick. Ich mache es nochmal vor, Quad High Kick. Das hier, okay? Wir starten gemeinsam in 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, los geht's. 12 Stück, 6 Mal pro Seite. So, genau, das sieht doch schon mal super aus. 6 Mal pro Seite, 12 insgesamt. Wer fertig ist, macht schon mal eine kurze Pause, versucht in Bewegung zu bleiben. Trinkt vielleicht einen Schluck. Nächste Übung war der Lunge Knee Raise. Das heißt, wir gehen aus der Hüftposition nach hinten und beim Hochgehen nehmen wir das Knie hoch. 6 auf der anderen Seite, 6 auf der einen. In 5, 3, 2, 1, los geht's. 6 auf der einen Seite. Und 6 auf der anderen Seite. Auch hier schön ordentlich arbeiten. Lieber langsam und ordentlich, als viel zu schnell und dann falsch. Genau, das Knie schön weit hoch, bis zur Brust. Super, sieht aus, als wäre dann fertig. Kurz durchatmen. Wir gehen auf den Boden in die Raised Plank und gehen ins seitliche Armheben rein. Hände unter die Schultern. Plank Position und seitliches Armheben. In 4, 3, 2, 1, los geht's. Thank you.
Bauchspannung halte. Der Bauch bleibt immer schön, schön fest. So. Ich glaube, alle sind soweit. Dann könnt ihr gerade in der Bauchlage bleiben. Und wir machen das den Leg Pulldown. 12 Stück. In 4, 3, 2. Los geht's. Schön ziehen. Ziehen. Lasst euch hier auch genügend Zeit, macht das nicht zu schnell, sondern schön richtig. Wirklich die Ellbogen und die Schulterblätter zusammenziehen. So. Kurze Verschnaufspause. Wir gehen danach an den Bauch und starten in der Crab Position. Das heißt, einmal mit dem Popo auf den Boden. Wir stützen die Hände ab, Gesäß lösen und gehen hier mal diagonal mit den Händen an die Zehenspitzen. Auf geht's. Genau, schön ordentlich. Hände an die Zehenspitzen, super. Letzte Übung in der ersten Runde sind unsere Sit-Ups. Das heißt, Füße zusammen, Knie auseinanderfallen lassen. Und wie gesagt, keinen Schwung nehmen, sondern schön mit dem Bauch hoch und runter gehen. Los geht's. Bleibt in Bewegung, kann schon mal einen Schluck trinken. Wir gehen an den Boden, in die hohe Plank und ins seitliche Armheben. Hände unter die Schultern, Plank Position, der Bauch ist fest. Der Körper ist ein Brett. 4, 3, 2, los geht's. Schön ordentlich hoch, hoch. Sechs Prozent.
Seite. So, kurz durchatmen. Wir bleiben direkt in der Plank Position und gehen die Plank up und down. 6 pro Seite Plank. Mach dich bereit. Körper ist gerade. 4, 3, 2. Los geht's. Nicht schnell, sondern ordentlich arbeiten, okay?
kurz durchatmen. Wir gehen an den Boden. Plank, seitliches Armheben. Denkt dran, die Plank könnt ihr auf den Knien machen oder auf den Füßen, je nachdem, wie viel Power ihr noch habt. Ganz wichtig, Bauchspannung halten. Wir machen uns bereit, Hände unter die Schultern, Füße weit zurück, der Körper ist ein Brett. Und los geht's, Kopf hoch, hoch. Wie gesagt, wenn es zu anstrengend wird, gerne hier auf die Knie. Körper bleibt trotzdem schön gerade, Bauch ist fest. Zwölf Stück, sechs pro Seite, danach eine kurze Pause. Atmen. So, wir bleiben direkt in der Plank Position. Es kommen die Up and Downs. Das heißt, auch hier starten wir in der hohen. Hände unter die Schultern. Der Körper ist gerade. Und jetzt schön Wechsel auf den Ellenbogen und wieder hochdrücken. Los geht's. Natürlich gerne die Option mit den Knien.